Noch fahren die Züge am Münchner Hauptbahnhof, aber das könnte sich bald ändern. Die Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind vorerst gescheitert. Die Fahrgäste müssen sich also auf einen neuen Streik einstellen. Die Geduld ist bei vielen Fahrgästen am Ende. Und der Streik ist ja nur eines der Probleme, die wir als Fahrgäste so im täglichen Betrieb vorfinden. Die Eisenbahn ist in den letzten Monaten, Jahren ja auch immer unzuverlässiger geworden. Der Fahrgastverband fordert nun eine schnelle Schlichtung. Langfristig sieht er durch den Arbeitskampf sogar die Verkehrswende bedroht. Sollten immer mehr Menschen das Auto nehmen, statt eine unzuverlässige Bahn. Ob die Lokführer erneut streiken, will die Gewerkschaft am Montag bekannt geben.